Vielen Dank für die freundliche Einführung. Und hallo und auch von mir willkommen zu Faszination Wissenschaft in Halle und online und zu einem Ausflug in die Röntgenastronomie. Damit ihr auch eine ungefähre Vorstellung bekommt, mit wem ihr heute eigentlich zu tun habt, habe ich zunächst noch ein paar Worte zu mir selbst mitgebracht. Ich arbeite am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam und ich zeige nicht den Standardlebenslauf derer, die schon im Kindergartenalter genau wusste, dass sie eines Tages Astronomin wird. Auch wenn ich irgendwann in dieser Zeit tatsächlich mein erstes Fernrohr aus Pappe und mein Stern-Gucker-Gewand gebastelt habe. Aber ich komme aus einem wenig naturwissenschaftlich geprägten Umfeld. Ich habe auch ein altsprachliches Gymnasium besucht und insgesamt 5 Fremdsprachen gelernt. Ich habe mich aber auch immer schon für Zahlen und Mathematik begeistert. Und so wurde in der Oberstufe einer meiner Leistungskurse neben Altgriechisch auch Mathematik. Physikunterricht hatte ich allerdings wenig und in der Oberstufe überhaupt nicht mehr. Das kam dann nach dem Abitur. Da bin ich für ein Jahr ans Leibniz-Kolleg in Tübingen für ein Studium Generale. Das heißt, man belegt ganz verschiedene Fächer aus Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften. Und darunter habe ich mich auch für die Physik entschieden und kennengelernt, wie die Physik an der Universität und auch später im Berufsleben aussieht. Also unterscheidet sich dann doch etwas vom Zeichnen von Strahlengängen und elektrischen Schaltkreisen in der Mittelstufe der Schule. Die Physik ist tatsächlich ein schönes Feld, um mathematische Interessen und praktische Anwendungen zusammenzubringen. Und so wurde es auch das Studienfach, für das ich mich entschieden habe und das Fach, in dem ich immer noch mit Begeisterung arbeite. Ich habe mich im Physikstudium dann nach und nach auf Astronomie spezialisiert, mit einer Hilfskrafttätigkeit in der Astronomie, meine Diplomarbeit, heute würde man sagen Masterarbeit, zu einem Thema in der Astronomie geschrieben, zu ausgebrannten Sonnen. Und auch meine Doktorarbeit hatte ein Thema der Astrophysik, enge Doppelsternsysteme, in denen Materie von einem Partner auf den anderen überströmt. Und die sieht man besonders gut im Röntgenlicht. So bin ich in die Röntgenastronomie gekommen. Dort arbeite ich auch noch und habe aber mittlerweile einen deutlich stärkeren Schwerpunkt auf Softwareentwicklung. Darüber werde ich heute noch einiges erzählen. Zunächst mal will ich aber noch was vorstellen, was eigentlich so alles zur Astronomie gehört. Das lässt sich jetzt nicht völlig und umfassend hier behandeln. Aber ich habe mal zusammengesammelt einige Bilder aus unserem Institut. Woran wird bei uns so alles gearbeitet? Das geht los mit Planetenforschung, Erforschung unseres eigenen Sonnensystems, unserer Sonne, dann andere Sterne und Planeten um andere Sterne, große Sternansammlungen, Sternhaufen, unsere Milchstraße, andere Milchstraßen, alles im beobachtenden Bereich und in der Modellierung, in der Theorie zur Erklärung der physikalischen Phänomene, die wir dort beobachten. Das sind so tendenziell die Bilder auf der linken Seite mit Simulationen, in der Mitte die Beobachtungen. Und wir haben einen relativ starken Schwerpunkt auch auf der Instrumentierung, denn wir brauchen ja auch die Geräte, um all das zu vermessen. Unser Labor ist im Weltraum. Unsere Geräte bauen wir hier, bodengebundene und Satellitenteleskope. Da entstehen Bauteile jeweils auch bei uns mit am Institut. Astrophysik alleine hat nicht nur viele Teilgebiete, sondern umfasst auch viel. Wir brauchen Kenntnisse aus vielen anderen Bereichen der Physik, Atomphysik, Kernphysik natürlich, um zu verstehen, was in den Sternen passiert. Festkörperphysik, angewandte Physik, das geht dann durchaus Richtung Detektorbau, Biologie, Chemie kommen rein. Und für unsere Tätigkeiten natürlich wichtig, dass man Spaß an Mathematik und Informatik, Software hat. Es läuft immer, immer mehr auch am Computer ab. Wir sind immer weniger selbst am Teleskop. Wo bin ich da jetzt anzusiedeln? Wie gesagt, ich komme aus der Sternphysik, aus der stellaren Physik, mich schwerpunktmäßig mit ausgebrannten Sonnen beschäftigt, sogenannte weiße Zwerge, in engen Doppelsternsystemen. Das Foto, das zeigt unser Team in Potsdam, die Röntgenastronomiegruppe. Die Karte zeigt die Standorte des internationalen Teams, in dem ich auch arbeite. Und verbindend für unsere Tätigkeit ist das Satellitenteleskop, das unten angezeigt ist, das große europäische Röntgenteleskop
namens Maximum Newton. Was machen wir als Beobachtende für den ganzen Tag? Wir müssen erstmal an unsere Daten kommen. Also wir schreiben Anträge, in denen, um Teleskopzeit einzuwerben, um unsere Daten zu holen, müssen dort darlegen, worüber wollen wir forschen und warum ist es wert, uns teure Teleskopzeit zu geben dafür. Wir müssen Finanzierungen eintreiben. Leute wie ich sind drittmittelfinanziert, nennt sich das. Also ich kriege das Geld nicht direkt von der Uni oder unserem Forschungsinstitut, sondern auch dafür stellen wir Anträge, zu sagen, wir wollen die nächsten 2, 3 Jahre bitte eine Stelle haben zu diesem und jenem Zweck. Wir forschen natürlich selbst, wir gehen auf Konferenzen, um unsere Daten um Ergebnisse vorzustellen. Wir diskutieren das, wir sind im internationalen Austausch. Viele von uns machen Lehre an der Uni, halten Vorlesungen und Seminare ab. Wir haben auch als Nicht-Universitätsinstitut viele Studierende, die ihre Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit bei uns schreiben, mit denen wir zusammenarbeiten. Es ist ein insgesamt sehr vielfältiger Alltag. Jetzt hatte ich schon ein paar Mal davon gesprochen, das Röntgenlicht, die Röntgenastronomie, die jetzt im Raum sitzen. Ihr wisst das vermutlich alles schon. Ich weiß nicht genau, wer wohl noch zugeschaltet ist. Daher ein kleiner Exkurs, was es eigentlich mit Licht und mit Röntgenlicht auf sich hat. Unser Licht, so wie wir es sehen, als elektromagnetische Strahlung, kennen wir schon mit verschiedenen, sagen, Bestandteilen, beispielsweise aus dem Regenbogen, aus dem Prisma, dass da verschiedene Farben dann sozusagen im Licht drinstecken. Und wenn das von Objekten, von den grünen, von den lila Stühlen hier zurückgeworfen wird, nehmen wir das als Farbe wahr. Die physikalischen Größen, die dahinter stecken, um das zu beschreiben, sind die Wellenlänge des Lichts. Je mehr wir ins Rote gehen, umso länger ist diese Wellenlänge. Ins Blaue wird sie dann kürzer. Wir haben noch weitere physikalische Größen, um das Licht zu beschreiben. Das ist, bei wie viel Energie entsteht es oder idealisiert, bei welchen Temperaturen entsteht es. Und das ist gerade gegenläufig zur Wellenlänge. Je mehr ins Rote, umso kühler oder energieärmer. Je mehr ins Blaue, umso energiereicher. Und dieser Ausschnitt unseres optischen Lichts ist letztlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil des gesamten elektromagnetischen Spektrums, das hier mal aufgezeichnet ist, vom Radiobereich bis über den Röntgenbereich hinaus. Und nach der Grafik schon zu erahnen, der Energiepfeil geht nach rechts. Die Röntgenstrahlung entsteht dort, wo es sehr heiß ist, wo sehr energiereiche Prozesse ablaufen. Grundsätzlich strahlt alles überall. Wir haben jetzt nichts, was rein nur im optischen strahlt oder nur im Röntgenbereich, aber je nach Temperatur, je nach physikalischen Prozessen gibt es eben mehr oder weniger Strahlung in diesem oder jenem Bereich. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Röntgenastronomie eigentlich erst in den 1960er Jahren so richtig entstanden ist. Man wusste schon länger, die Sonne strahlt auch im Röntgenbereich ab, aber es ist doch relativ wenig. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Sonne ist vergleichsweise nah an uns dran, gehen Lichtjahre raus bis zum nächsten Stern. Diese geringe Menge Röntgenstrahlung, die können wir gar nicht messen. Hat man sich nicht weiter, nicht viel darum gekümmert. Dann die ersten testweise, die ersten Röntgendetektoren noch auf Ballonen in die Atmosphäre geschickt. Das ist noch ein sehr unkoordiniertes Beobachten. Man nimmt einfach das auf, wie sich der Ballon gerade dreht. Also da ist nichts damit, das Teleskop aufs Lieblingsobjekt auszurichten. Sprich, der Detektor hat sich gedreht, rund um den Himmel aufgenommen und festgestellt, der verflixt, wenn man nicht zur Sonne sieht. Da kommt plötzlich jede Menge Röntgenstrahlung. Da muss also noch irgendwas anderes, irgendwas mehr sein. Das waren so die Anfangszeiten der Röntgenastronomie. Und gemerkt hat, wenn man in andere physikalische Prozesse geht, dann bekommen wir auch aus dem All jede Menge Röntgenstrahlung, obwohl wir das von unserer Sonne her so eigentlich gar nicht geahnt hätten. Was heißt jetzt also heiß oder energiereich? Wir gehen in die Hunderttausende, Millionen Grad heißen Prozesse, sehr heißes Gas. Solche Prozesse entstehen auch, wenn extrem starke Magnetfelder da sind. Unsere Erde hat ein vergleichsweise schwaches Magnetfeld. Die Magnetfelder, bei denen wir Röntgenstrahlung haben, die sind so das Billionenfache, ganz grob mal. Oder auch reingeschrieben bei Abbremsung von Materie, wenn Gas auf einen Stern oder ein anderes
Objekt, ich werde immer Objekt sagen, wenn ich mich nicht festlegen will, ob es ein Stern oder eine Galaxie oder ein schwarzes Loch ist. Also wenn Gas auf ein Objekt fällt, abgebremst wird, das sind auch Bereiche, in denen Röntgenstrahlung entsteht. Bald wir also einen Röntgendetektor ins Universum richten, können wir davon ausgehen, es geht irgendwie wild zu. Was interessiert uns daran? Ja, das sind Dinge, die können wir oft im Labor hier gar nicht nachstellen. Das sind oft auch Prozesse, die sehen wir im Optischen gar nicht. Beispiel sind sogenannten Neutronensterne. Das ist eine Sonne zusammengepresst, so ungefähr auf die Größe von Berlin. Sehr, sehr kompakte Materie. Davon sehen wir mit den größten Teleskopen im optischen Licht hier auf der Erde, wenn wir Glück haben, ein bisschen was. Im Allgemeinen gar nichts. Im Röntgenlicht sind die schön hell. Die sind letztlich, dass es die gibt, war lange vorhergesagt, aber die sind letztlich dann mit den ersten Röntgenteleskopen entdeckt und nachgewiesen worden. Also viele Dinge, die auf der Erde so gar nicht funktionieren würden. Man findet Objekte, Objektklassen, Prozesse, mit denen man gar nicht unbedingt gerechnet hätte im Röntgenlicht. Und die Röntgenbeobachtungen helfen auch mit, die Theorien über die Entstehung des Universums, eine sogenannte Kosmologie, mit zu untersuchen. Wie machen wir das? Hier von Deutschland aus sind wir beteiligt am Europäischen Röntgenteleskop, also das vorhin schon mal gezeigte und erwähnte Examen Newton. Das hat dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Das ist die am längsten laufende, erfolgreich laufende Mission der Europäischen Weltraumagentur mittlerweile. War ursprünglich finanziert auf 5 Jahre. Und wir hoffen, dass wir die 35 noch erreichen können. An Bord dieses Satelliten sind insgesamt 4 Teleskope. 3 davon sind Röntgenteleskope. Hinter jedem ein sogenannter CCD-Detektor. Das sind die Daten, die zu uns aus dem All gefunkt werden. Und das sind auch die Daten, die ich bearbeite und über die ich hier heute erzähle. Es ist keine sogenannte Himmelsdurchmusterung. Das gibt es auch. Es ist immer mal wieder in den Medien Teleskope, die gezielt alle Regionen des Himmels abrastern und dann ganze Himmelskarten erstellen. Das ist, Exam Newton ist ein Teleskop, bei dem auf Antrag beobachtet wird, dem wir unsere Forschungsprojekte einreichen, begründen, warum wir Zeit haben wollen. Ungefähr so ein Siebtel der beantragten Zeit kann genehmigt werden, dann ist das Jahr wieder rum. Und auf die Weise entsteht ein Muster von Beobachtungen über den ganzen Himmel hinweg. Jede Beobachtung deckt so ungefähr scheinbar die Fläche eines Vollmonds ab. Und diese Beobachtungen, da sind mittlerweile über 17.000 in den 24 sonst noch was Jahren, die Exam Newton bisher beobachtet. Ein großer Datenschatz, der natürlich erstmal die Leute interessiert, die diese Daten beantragen, aber woraus man auch noch viel mehr machen kann. Um so eine Satellitenmission zu betreiben, braucht es eine ganze Menge Leute, es braucht den technischen Bereich, einfach die Steuerung der Satelliten, die Ausrichtung des Teleskops vom Boden aus. Das passiert in Darmstadt. Es gibt in Spanien in der Nähe von Madrid ein Team, das ich heute mehrfach erwähnen werde, weil ich mit denen auch eng zusammenarbeite. Die sind dafür zuständig, die wissenschaftlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Die lassen zum Beispiel automatisierte Software über jede dieser Beobachtungen laufen, damit die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht mit einem Wust an Rohdaten konfrontiert werden, mit denen sie gar nichts anfangen können, sondern schön aufbereitete Produkte bekommen, mit denen sie direkt Wissenschaft betreiben können. Jetzt zeige ich nachher, was das bedeutet. Und dann gibt es eben unser Team, das ist das sogenannte Survey Science Center. Wir sind ein Zusammenschluss von ursprünglich mal 10 Instituten quer über Europa und wir kümmern uns um Auswertesoftware und um die jetzt schon ein paar Mal erwähnten Kataloge. Dort sind wir angesiedelt, jede Nadel ein beteiligtes Institut. In Spanien bei Madrid, SOC, das ist dieses Team der Europäischen Weltraumagentur, das mit zuständig ist. Und die Nadel ganz rechts oben, das bin ich. Was machen wir in diesem Team? Wir stellen Software zur Verfügung. Die wird zusammen mit der ESA, die wird, ich glaube, ein paar tausend Mal pro Jahr runtergeladen. Im Grunde alle, die irgendwie mit Exam-Newton-Daten arbeiten wollen, nützen was aus dieser Software. Und wir sammeln, was wurde auf diesen Beobachtungen gesehen und stellen das zur Verfügung. Meine Aufgabe in dem Team, ich bin verantwortlich für die Software, die danach sucht in den Beobachtungen, was wurde dort alles gesehen. Und natürlich fragen, ich habe doch gerade erzählt, dass wir Anträge stellen
für die Teleskopzeit, in die wir reinschreiben, warum wir was beobachten wollen. Warum müsst ihr denn überhaupt noch nachsehen? Ihr wisst es doch eigentlich schon. Das zentrale Objekt, der Stern, die Galaxie, das schwarze Loch, auf das der Antrag läuft, das wird typischerweise in die Mitte der Beobachtung gesetzt. Und dann hat man noch eine relativ große Himmelsfläche drumherum, die mitbeobachtet wird. Und in dieser Himmelsfläche drumherum, da kann es Zufallsfunde geben. Da können weitere Sterne, Galaxien, Röntgenstrahlung abgeben, von denen wir noch gar nichts wussten. Und das ist die Software, für die ich mitverantwortlich bin. Die sucht automatisiert danach, wo stecken solche noch unbekannten Röntgenstrahler. Die Ergebnisse dieser Software fassen wir zusammen, listen sie auf in den Katalogen. Was machen die Leute damit? Ihre Forschung. Teilweise, indem sie direkt die Software anwenden, teilweise, indem sie in unsere Kataloge gehen und sich ansehen, was wurde dort gefunden. Ich hatte versprochen, ich erzähle noch ein bisschen mehr über die Röntgenstrahlen, den Datenstrom, der da kommt. Wir zählen Photonen mit unseren aktuellen Röntgeninstrumenten. Das wird sich mit der nächsten Generation auch ändern. So was, was man aus dem optischen Licht so nicht kennt. Tatsächlich jedes Röntgenfoto, jedes sozusagen Röntgenteilchen, das uns erreicht, das den Detektor erreicht, kann einzeln vermessen werden. Wir sagen, wo auf dem Detektor ist es angekommen, zu welcher Zeit und wie viel Energie hat es mitgebracht. So können wir mit einem Detektor eine Reihe von Datenprodukten, habe ich das vorhin genannt, erstellen, die hier ein Beispiel gezeigt sind. Wenn wir wissen, wo auf dem Detektor ist unser Photon eingetroffen, können wir daraus ein Bild bauen. Wenn wir wissen, wann ist es angekommen, können wir die Helligkeit über die Zeit auftragen. Das ist eine sogenannte Lichtkurve, die gelbe Kurve hier. Oder wir sagen, welche Energie hat es mitgebracht? Das ist im Grunde unser Regenbogen im Röntgen, unsere spektrale Energieverteilung, unser Spektrum. In welchem Energiebereich bekommen wir am meisten Licht? Wie sieht dieses Photonenzählen aus? Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ich fange mal im Optischen an. Das ist ein vielen wahrscheinlich bekanntes Sternbild in der Orion im optischen Licht. Das Bild geholt aus dem Tool, das nennt sich ESA Sky und auch von der Europäischen Weltraumagentur zur Verfügung gestellt. Und wir fahren mal rein auf einen der Sterne oder genau genommen auf zwei der Sterne. Leider etwas langsam über Zoom. In diesem Sternbild Orion, das geht in Objektklasse, über die ich in meiner Doktorarbeit gearbeitet habe. Und hier ist jetzt die Röntgenbeobachtung dazu, was also hier eben ein kleiner Lichtpunkt im Optischen war, zum Röntgen schön hell in der Mitte. Hier sitzt das Objekt, unten aufgetragen. Diese Lichtkurve, also wie hell im Lauf der Messung ist dieses Objekt wann. Bis so ein Bild zustande kommt, sehen wir relativ lange hin. Und alles, was hier so aufblitzt, sind einzelne Röntgenphotonen, die wir vermessen. In dem Kreis in der Mitte, das Ding, das uns interessiert, lohnt sich jetzt mal kurz hinzusehen. Wenn es hell wird, wieder dunkler. Das ist ein Doppelsternsystem und im Zuge des Kreisens der beiden Sterne umeinander sind sie mal heller, mal weniger hell zu sehen. Um unser Bild zu erzeugen, sammeln wir die Photonen jetzt alle auf, setzen die zusammen und kommen auf die Weise zu dem Bild mit dem der Röntgenteil des Videos begonnen hat. Wie erwähnt, schreibe ich dort an der Software mit, um diese Daten zu erzeugen und auszuwerten. Die Software heißt, das sind insgesamt über 300 Einzelteile bei der ESA und in unserem Team verteilen. Ich habe ungefähr 14 davon, die ich teilweise von meinen Vorgängern übernommen und weiterentwickelt und teilweise ganz neu geschrieben habe. Es braucht relativ lange von dem, was der Satellit zur Erde funkt, bis zu dem, was wir dann tatsächlich in die Wissenschaft geben, wo sehr viel auch damit zu tun hat, wirklich die Daten zu kalibrieren, Bezugspunkte zu finden, sagen, die Zeit möglichst genau zu kriegen, die Energie möglichst genau zu kriegen. Das geht alles in die wissenschaftliche Auswertung und mein Teil, die Quelldetektion. Wie machen wir das, dass wir automatisiert mit Software nach Röntgenquellen suchen. Wieder Quelle ist Stern, Galaxie. In dem Moment wissen wir aber nicht, was dahinter steckt. Wir wissen nur, da ist irgendwas aus dem All, was Röntgenstrahlung abgibt. Wir suchen, indem wir uns ein Modell bauen. Wie sieht das Bild auf dem Detektor aus, wenn wir Röntgenstrahlung mit unserem Teleskop auffangen? Das hat jetzt
tatsächlich die Form, wo man relativ früh lernt, dass die Sterne nicht so aussehen, wie man sie im Kindergarten malt. Diese Strahlen, die kommen von den Teleskopen. Das sind ineinander geschachtelte Spiegelschalen und die Aufhängung, mit der diese Spiegelschalen miteinander verbunden sind, die erzeugt dieses Strahlenmuster um unser eigentliches Objekt herum. Dieses Modell nehmen wir her, vergleichen es mit dem beobachteten Bild, schieben es in der Position hin und her, machen es heller, machen es dunkler, machen es weiter, bis wir die beste Übereinstimmung zwischen unserem Modell und diesem Bild haben. Wäre jetzt wieder eine berechtigte Frage, warum macht ihr euch die Mühe, einmal draufklicken? Da ist es doch. Ja, das ist ein Beispiel, wo man wirklich gut sieht, da sitzt eine Röntgenquelle. Wir machen es trotzdem noch, um sie zu vermessen, um möglichst genau sagen zu können, wie hell ist die eigentlich. Und diese automatisierte Quelldetektion, die wird vor allem dann interessant, wenn es mit dem Auge schwierig wird zu sagen, wo auf diesem Bild links sitzt jetzt eigentlich was, was wirklich Röntgenstrahlung abgibt und was davon ist das Rauschen. Wie machen wir das wieder mit diesem Modell, dass wir versuchen, an das Bild anzupassen und dann berechnen wir eine Art Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist das, dass diese Ansammlung von zum Beispiel 5 Röntgenphotonen jetzt nicht Detektorrauschen ist, sondern wirklich aus dem Weltall kommt? Und mit dieser Wahrscheinlichkeit schreiben wir dann hinterher unsere Quelle auf und sagen, ja, ist vielleicht was oder ja, ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich was. Diese sogenannten Quelllisten, ja, hier einmal noch das Gesamtbild. Wie sieht das aus, wenn ich eine gesamte Beobachtung mit meiner Software bearbeitet und dieses Modell erzeugt habe? Diese Quelllisten, die enthalten dann alles, was ich mit der Software ableiten konnte. Also wo auf dem Detektor, das rechnen wir um in Himmelskoordinaten, wie breit ist das, wie hell ist das, war das eine Beobachtung mit viel Hintergrundrauschen oder schön ruhige Sonne, es war wunderbar, also das wäre im Grunde Röntgenhimmel ohne Sonnenaktivität ist so ähnlich wie nachts ans Teleskop ohne Vollmond. Und aus diesen Messungen können wir noch viele weitere Informationen ableiten, also so eine Quellliste, meine Tabelle, die hat hinterher über 300 Spalten mit allen möglichen Informationen, die aus der Software rauskommen, die berechnet werden für jedes Fundstück. Was jetzt meinen zusätzlichen Anteil noch betrifft, was ich in den letzten Jahren entwickelt habe, diese Beobachtungen von Exomnioten auf Antrag, mal hier, mal dort, die ein Drittel dieser 17.000 Beobachtungen liegen irgendwie über einer anderen Beobachtung drüber. Bringt uns das irgendwas? Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht von einem Feld, das sehr oft beobachtet wurde. Hier ist die erste Beobachtung. Jetzt packe ich ein paar mit dazu drauf. Es passiert im Grunde das, was wir mit unseren Teleskopen im Optischen auch kennen. Je länger wir hinsehen, umso mehr bekommen wir zu sehen. Also wenn wir es schaffen, viele dieser Beobachtungen zusammenzupacken und gemeinsam zu analysieren, dann finden wir die dunkleren Sachen, die nicht so leicht mit einem Schnappschuss aufzunehmen sind, also die lichtschwachen Objekte. Und wenn wir viele Beobachtungen auf dem gleichen Feld haben, können wir auch sehen, ändert sich da was mit der Zeit. Das ist das zweite Beispiel, das ich mitgebracht habe. Ein Feld mit schön vielen Sternen drin. Mal ein paar Pfeilchen reingesetzt, wo man hinsehen kann. Jetzt packe ich die Beobachtungen nicht direkt aufeinander, sondern blättere mal durch. Was wurde hier im Laufe der Zeit gesehen? Wenn ihr etwas seht, gehe nochmal einen zurück. Pfeil links unten zum Beispiel. Da tut sich was. Wir haben hier also mehrere Sternexplosionen, Ausbrüche, Helligkeitsausbrüche im Laufe der Zeit, das sich lohnt, immer wieder hinzusehen und wo ich mit meiner Software direkt sagen kann, Achtung Leute, wenn ihr euch für solche Objekte, die sich in der Helligkeit ändern, interessiert, hier ist was. Diese ganzen Quelllisten, diese großen Tabellen, die nehme ich zusammen, um sie in einen Katalog zusammenzusetzen. Aktuell habe ich etwa 10.000. Mache ich das natürlich nicht alles von Hand, sondern da steckt jeweils Software dahinter, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Eine ganze Menge Zeilen und Pakete, die ich ablaufen lasse. Momentan stecke ich auch tatsächlich mittendrin. Der nächste Katalog muss morgen an die ESA. Was passiert? Wir machen, außer dass wir diese automatische Quellsuche machen, wir sehen uns an, taugt das was, was wir rausgefunden haben? Eine Qualitätskontrolle. Und das passiert an zwei Stellen. Diesen Katalog aus Beobachtungen, die sich in irgendeiner Weise mit anderen überschneiden, den erstelle ich. Und ein Katalog aus allen Einzelbeobachtungen, der entsteht bei der ESA und beim Partnerinstitut in Toulouse. Aber für unseren
Katalog mit überlappenden. Da mache ich die Qualitätskontrolle und das ist wieder teils automatisiert mit Software, aber teils tatsächlich auch wirklich mit den Augen. Also ich sitze zurzeit jeden Tag dran und sehe mir die Bilder und die Quelllisten durch und markiere, was darin taugt was. Denn ich habe jetzt natürlich für Öffentlichkeitsarbeit viele schöne Bilder rausgesucht, auf denen vor allem Sterne und Galaxien zu sehen sind. In Wirklichkeit ist das aber nicht immer so schön. Wir haben Detektoreffekte, wir haben Störsignale sozusagen aus dem All. So ungefähr sieht das aus, wenn ich markiert habe, was auf diesen Bildern ist letztlich keine wirkliche Röntgenstrahlung aus dem All, sondern irgendein störender Effekt, dass die Leute, die in den Katalog reingehen, wissen, hoppla, da steht zwar was, aber das ist ziemlich sicher kein Stern, keine Galaxie. An der Stelle seid ihr jetzt etwas gefragt. Ich weiß, das ist gemein. Ich habe es euch noch nicht beigebracht, wie die Dinge aussehen. Einfach mal mitraten. Wir suchen auf unseren Bildern, typischerweise in der Mitte, ich sage immer dazu, worum es geht. Wir suchen danach, was sehen wir da eigentlich? Ist das Röntgenstrahlung von einem Objekt, das uns interessiert? Stern, Galaxie, schwarzes Loch? Ist es irgendein Schaden im Detektor oder ein Streulicht, irgendwas, was wirklich im Teleskop entsteht und gar nichts mit dem Himmel zu tun hat? Oder ist es irgendwas am Himmel im Hintergrund, den wir auch nicht haben wollen, der nicht echte Röntgenstrahlung ist? Vorschlag, Daumen hoch, Röntgenobjekt, Daumen runter, es kommt nur aus dem Teleskop, mittlere Position, kommt schon aus dem All, ist aber nicht das, was wir messen wollen. Perfekt, jawohl. Die Mehrheit sagt Daumen hoch und so ist es auch. Ich selbst mache eigentlich keine Auswertung, ist es ein Stern, ist es eine Galaxie? Dafür sind andere Leute zuständig. Das steht in meinem Katalog nicht drin. Ich weiß es aber, was so rot strahlt, das sind vergleichsweise niedere Röntgenenergien. Das entsteht in Sternen. In diesem Fall ist es so ein ganz enges Doppelsternsystem, bei dem Materie von einem Stern auf den anderen überströmt. Es könnte zum Beispiel auch ein Neutronenstern sein, diese ganz extrem kompakten Dinge, von denen ich vorhin erzählt habe. Zweites Beispiel. Echt oder nicht? Das ist sehr, sehr gemischt. Ich war aber gemein. Es ist tatsächlich nochmal ein echtes Objekt. Und zwar eine aktive Galaxie. Also eine ganze Milchstraße, eine Galaxie, in deren Zentrum ein sehr massives schwarzes Loch sitzt. Und auf dieses schwarze Loch fällt Gas, fallen ganze Sterne ein und im Zuge dieses Einstürzens der Materie entsteht Röntgenstrahlung so hell, dass wir die hier sehen können, obwohl es extrem weit entfernte Galaxien oft sind. Nächstes Beispiel, das rote Ding da. Also der rote Strich. Katalog oder nicht? Sehr gut. Nicht-Katalog ist schon mal sehr gut. Daumen in der Mitte ist noch besser. Es kommt tatsächlich aus dem All, ist aber keine Röntgenquelle. Das ist kosmische Strahlung. Also das sind ionisierte oder ionisierende Teilchen, die in den Detektor fliegen, dort ihre Spur hinterlassen. Damit es ein bisschen offensichtlicher ist, habe ich eine sehr lange genommen. Wenn ich die Qualitätskontrolle mache, muss ich etwas aufpassen. Die sind oft so kurz, dass sie gar nicht viel größer sind. Ja, genau. Sowas hier. Wieder unten. Die hier sind sehr leicht zu sehen. Die unten, die übersieht man eher mal bei der Qualitätskontrolle. Nochmal was Rotes. Weltall. Teleskop. Ja, da war ich gemein. Da war ich sehr gemein. Das ist Jupiter. Planeten bewegen sich von uns aus gesehen schneller am Himmel als die Sterne. Und wenn wir jetzt über einen längeren Zeitraum es beobachten, dann be bewegt sich Jupiter vor den Sternen entlang. Und als Nebenanmerkung, wir bekommen tatsächlich, können tatsächlich messen, Röntgenstrahlung von den Planeten in unserem Sonnensystem, das ist letztlich zurückgeworfen und angeregt durch unsere Sonne. Echt oder nicht? Jawohl, echt. Das ist eine Spiralgalaxie. Kennt man oft sehr schöne optische Bilder, im Grunde, wie man auf unsere Milchstraße draufblickt, im Röntgenlicht umgeben von sehr viel heißem Gas. Das sind diese Strukturen, die wir auf dem Bild sehen. Schon wieder rote Striche? Jawohl, sehr gut. Das ist keine Planetenkonstellation. Wir haben bei zwei der drei Teleskope zwei Detektoren angeschlossen.
Und wenn das Licht geteilt wird auf den einen und auf den einen CCD-Detektor und das andere ist ein Spektrograph, für diejenigen, die wissen, was das ist, wenn das Licht geteilt wird, dann können solche im Bild solche Beugungsmuster entstehen. Also das ist tatsächlich nicht aus dem All, das kommt direkt aus dem Teleskop, stört uns leider bei der Bilddetektion. Aber in den meisten Fällen merkt die Software tatsächlich, das ist nicht wirklich ein Stern und setzt mir da kein Objekt drauf. Blaue Kreise? Nein, nein. Nochmal Detektor. Da sehen wir jetzt diese Spiegelschalen, die ich vorhin erwähnt habe. Und die Streifen dazwischen sind die Aufhängungen. Auch das ist streulicht. Da ist ein optischen sehr, sehr heller Stern in der Nähe. Und dieses Licht wird im Teleskop so gestreut, dass es scheinbar als Röntgenlicht aufgezeichnet wird. Ist aber keines. Macht diese ganz charakteristischen Bögen. Wir haben noch ein paar einzelne echte Quellen dazwischen, die es rauszufiltern gilt. Aber alles, was die Software an möglichen Fundstücken hier auf diese Bögen setzt, muss markiert werden, muss raus. Das ist wieder Detektor. Nochmal Kringel. Sehr gut. Viele Daumen nach oben, trotz gemeinen Verwirrspiels. Ja, das ist echt, das ist ein Gamma-Ray-Burst. Ein ganz hochenergetischer Lichtblitz, der bei Sternexplosionen entsteht. Und dabei wird auch Röntgenstrahlung abgegeben. Und wenn sich diese Röntgenstrahlung dann ausbreitet von der Explosion, die hier im Zentrum sitzt, aus, dann regt die Staubschichten zwischen dem Stern und uns zum Strahlen im Röntgenlicht an. Und man kann tatsächlich jeden dieser Ringe, das ist ein besonders spektakuläres Beispiel, 12 Stück, kann jeden dieser Ringe verwenden, um dann die Entfernung zur jeweiligen Staubschicht und des ursprünglichen Objekts zu vermessen. Wenige Beispiele kommen noch. Das hier ist noch eines. Das sind die Gasschalen um eine Supernova-Explosion herum. Können im Optischen sehr eindrucksvoll sein, aber auch im Röntgen. Für uns, für die Quelldetektion, es ist eine Gemeinheit. Das ist eine echte Herausforderung für die Software, damit umzugehen. Zu sagen, ist diese Helligkeit hier, kann ich das irgendwie mit meinem Modell beschreiben oder nicht? Zum Ansehen ist es aber immer sehr schön spektakulär. Nochmal Supernova, aber jünger. Da sehen wir noch mehr von dem Gas direkt um den Stern herum. Ich glaube, das ist der letzte. Was machen wir mit sowas? Taugt das was? Ja, sehr gut. Taugt sehr viel. Das sind Galaxiencluster. Ansam, also jeder dieser diese zwei hellen Bereiche hier, darin verbirgt sich eine ganze Gruppe von Milchstraßen. Wir selbst sind auch in einer Gruppe, in einer sogenannten lokalen Gruppe, zusammen mit mehreren Milchstraßen, die über ihr Gewicht, über ihre Schwerkraft wechselwirken, also gravitativ gebunden sind. Und wenn wir von sehr weitem drauf sehen, dann sehen wir im Röntgen Licht, dass es um diese Ansammlung von Milchstraßen herum und dazwischen im Röntgen leuchtendes Gas gibt. Und das macht uns diese Flecken. Gehört unter anderem jetzt nicht speziell diese, aber diese Gruppe, diese Klasse von Galaxienhaufen gehört zum Beispiel zu dem, was in unseren Katalogen schon gefunden wurde, unter den Zufallsfunden. Neben dem, was die Beobachter und Beobachterin tatsächlich beantragt haben, hat ein Kollege aus unserer Gruppe mal den zu dem Zeitpunkt am weitesten von uns entfernten Galaxiencluster gefunden. Zu weiteren Fundstücken gehören zum Beispiel die Neutronensterne. Auch da laufen in unserer Gruppe systematische Suchen nach noch unbekannten Neutronensternen in unserer Umgebung. So, wenn jetzt die ganze Arbeit mit der Qualitätskontrolle erledigt ist, dann gilt es, diese Ergebnisse zusammenzuführen und wirklich der Wissenschaftscommunity zur Verfügung zu stellen. Das gibt eine riesengroße Tabelle. Aktuell ungefähr 400.000, 500.000 Objekte drin, für jedes mehrere Messungen. Also der nächste Katalog, der in ein paar Wochen öffentlich wird, den ich morgen fertigstelle, hat 2 Millionen Einträge. Das macht schon eine ganz stattliche Tabelle, 2 Millionen Zeilen, 350 ungefähr Spalten. Da brauchen wir natürlich Unterstützung, das auch auf eine Weise zugänglich zu machen, dass man damit arbeiten kann und nicht nur eine elendigliche Tabelle vor sich hat. Zu jedem der Produkte also zu jedem dieser Quellen im Katalog erzeugen wir auch noch zusätzliche Produkte, wenn sie hell genug sind. Das machen nur Toulouse. Dann gibt es Spektren, diese Aufteilung in die Röntgenfarben, die Energieverteilung des Lichts. Was ich für jedes Objekt mit dazu mache, ist die Helligkeitsveränderung mit der Zeit, die Lichtkurven und Bilder, damit man sich direkt ansehen kann,
Was hält man davon? So sieht eine, also unsere Kataloge werden an verschiedenen Stellen veröffentlicht, so sieht eine der Tabellen aus. Das ist das Interface der Europäischen Weltraumagentur ESA. Das ist auch der Grund, warum mein Katalog morgen erstmal dahin geht. Die werden übermorgen anfangen, die nächsten Daten in dieses System einzupflegen. Dann aufgelistet ist der Name, die Himmelskoordinaten, die Helligkeit und die restlichen 345 Spalten habe ich hier zwar nicht gezeigt, aber um einen Eindruck zu kriegen, wie sieht so eine Tabelle aus. Und da kann dann gesucht werden nach vielen verschiedenen Eigenschaften. Zum Beispiel die Leute, die nach den Neutronensternen suchen, die verwenden die Position, um sicherzustellen, dass man da im Optischen nichts sieht. Die sind ja eben im Optischen ganz dunkel, da sollte also nicht schon mal was beobachtet worden sein. Und die verwenden die Helligkeit im Röntgen und die verwenden die Energieverteilung, um zu sagen, könnte das vielleicht ein Neutronenstern sein oder ist das vielleicht doch eher ein schwarzes Loch in der Galaxie? Diese Zusatzprodukte, die sehen so aus. Röntgenbilder habt ihr jetzt heute schon eine ganze Menge zu Gesicht bekommen. Da erzeuge ich zwei Sorten. Links unten so eine Lichtkurve, wie ist die Helligkeitsänderung im Laufe der Zeit? Und rechts unten ist ein optisches Bild dazu für den Vergleich und auch für diejenigen Leute, die gerne was nachbeobachten wollen. Denn der Katalog ist eigentlich erst der Startpunkt. Zu sehen, da ist was, ist der Punkt, an dem die Forschung einsetzen soll und fragen, was ist da eigentlich? Und um das rauszufinden, braucht man typischerweise dann noch mehr Daten. Zum Beispiel wie mit den Neutronensternen. Was sehe ich im Optischen? Oder ändert sich was mit der Zeit? Das ist für meine Doppelsterne immer ein ganz, ganz gutes Kriterium. Wir sind gerade dabei, die nächsten Kataloge in Toulouse und in Potsdam zusammenzubauen. Die Balken fehlen hier noch, aber einfach mal um einen Eindruck zu machen, was hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. 1999 statt, also Anfang 2000 kamen die ersten Daten. Anfang 2003 kam der erste Katalog raus. Das ist der Balken ganz links. Das waren grün wenig Beobachtungen, blau schon einige Objekte. Hat sich ganz schön entwickelt im Laufe der Zeit. Und dort, wo die hellblauen Balken einsetzen, das ist der Moment, in dem ich den ersten Katalog aus den überlappenden Beobachtungen rausgebracht habe. Seither haben wir also diese zwei Sets von Katalogen. Und ich kann schon mal verraten, dass sich das nächstes Jahr ändern wird. Wir sind sehr, sehr intensiv am Programmieren momentan. Wir werden diese mit einer neuen Methode diese Kataloge zusammenführen. Und dann wird es nur noch mit der Methodik, die Quellen in den überlappenden Beobachtungen zu finden. Die wird jetzt allgemein übernommen, nach Modernisierung sozusagen, um die nächsten Kataloge dann in einem zu produzieren. Und tatsächlich an der Stelle, das war der erste, also ab hier war ich da tatsächlich an jedem mit beteiligt und kann sagen, jedes Jahr, es ist eine stressige Phase. Ich schlage nochmal den Bogen zum Anfang, wo ich ein bisschen erzählt habe, wie es mich in die Astrophysik verschlagen hat. Ich bin immer noch dabei, also macht es mir offenbar Spaß. Es ist ein Anteil, was ich schon zu Beginn sagte, was ich an der Astrophysik sehr, sehr schätze, ist die Vielfalt. Also man muss aus vielen Gebieten was wissen, man muss sich für vieles interessieren und das ist gleichzeitig toll. Man darf in viele Bereiche auch reinsehen, Wissen zusammenführen. Man hat die Verbindung von Theorie und Praxis bis hin zum Instrumentenbau. Und man muss durchaus immer mal wieder auch über die Physik hinausblicken. Und vor allem, es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Es ist nicht immer eine, die Spaß macht. Also die Kollegen können bestätigen, dass in der Zeit zum Beispiel, in der ich die Qualitätskontrolle mache, da so mancher Seufzer hinter meinem Computerbildschirm vortritt, wenn dann wieder so ein Beugungsmuster kommt und ich weiß, ich sitze da jetzt dran, das alles zu markieren. Muss sich durchaus beim Programmieren auch immer wieder sehr durchbeißen, aber es ist vielfältig und hat immer wieder neue Tätigkeiten, neue Herausforderungen und tolle Kolleginnen und Kollegen über ganz Europa und auch über Europa hinaus. Das ist ein Team, in dem ich da arbeite, das ich sehr schätze und in dem ich den Umgangston schätze, wenn man einander unterstützt und einander motiviert und einfach gut zusammenarbeitet. Ein bisschen allgemeiner noch. Ich habe ja jetzt nicht direkt das Paradebeispiel gegeben, wie man es macht. Wenn es euch in die Astrophysik ziehen sollte, typischerweise beginnt es mit dem Physikstudium. Es ist nicht der einzige Weg, aber es ist der häufigste. Sucht sich aus, spätestens zum Masterstudium dann, eine Universität mit Schwerpunkt Astrophysik. Bei uns schreiben auch schon viele Leute ihre Bachelorarbeit in der Astrophysik, kommen da zum ersten Mal mit den Themen in Berührung. Man hat aber im Bachelor, im Master auch für die Promotion immer wieder die Möglichkeit, die Richtung zu ändern. Man muss sich nicht von Anfang an festlegen, aber man weiß, es soll in die Astrophysik gehen. Dann geht es, dann schreibt man einfach alle diese Arbeiten auf diesen Gebieten und belegt die passenden Vorlesungen im Studium.
Auch da für die eine Frage, die ich draufgeschrieben habe, bin ich auch ein Beispiel. Man braucht nicht unbedingt jetzt Physik-Leistungskurs, um ins Studium zu gehen. Ich hatte tatsächlich Physik abgewählt. Aber ich war sehr froh drum, dass ich den Mathematik-Leistungskurs hatte. Dadurch konnte ich mich wirklich zu Beginn dann auf die Physik konzentrieren. Also es ist hilfreich, aber es ist nicht zwingende Voraussetzung. Wenn man nicht in der Forschung oder im Support bleibt, wo kann man landen? Es ist sehr breit gestreut. Das einzige, die Schriftart ein bisschen heller gemacht habe, sind die Planetarien und Sternwarten. Das ist der allerkleinste Teil, wenn es das Erste ist, woran man eigentlich denkt bei Astronomie. Es gibt nicht sonderlich viele Arbeitsplätze dort. Also die meisten gehen woanders hin und das kann sein in den Satellitenbau, im Gerätebau. Da arbeiten frühere Kolleginnen und Kollegen von mir, Luft- und Raumfahrtbereich. Es kann für Leute wie mich in andere Bereiche der Softwareentwicklung gehen, in Managementtätigkeiten, Projekt- oder Wissenschaftsmanagement, ins Unterrichten oder auch in ganz, ganz andere Bereiche. Ich habe einen früheren Kollege war an der Antarktis, der hat dort überwintert, eine Geoforschungsstation. Einer ist in die Unternehmensberatung gegangen, manche arbeiten bei Banken. Es ist, die Physik ist letztlich ein Grundlagenstudium. Man kommt unter und in den allermeisten Fällen auch dort, wo es einem Spaß macht zu arbeiten. Und damit habe ich jetzt von mir aus erstmal genügend geredet. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt viele Fragen mitgebracht. Das ist jetzt jedenfalls in meiner Arbeit selbst noch nicht drin. Gibt es teilweise das Rauschen bei uns? Mit dem Photonenzählen, eine Röntgenastronomie hat noch etwas andere Charakteristiken, als man das aus dem Optischen kennt. Was wir letztlich machen, das ist da auch irgendwie so ein bisschen unterschlagen, was gehört alles in diese 14 Softwarepakete, die ich da bearbeite. Eines davon modelliert den Hintergrund. Und das ist letztlich eine Glättung. Also man sucht aus den Bildern alles, was irgendwie Objekt sein könnte, in der ersten Abschätzung auszuschneiden und glättet dann das, was übrig bleibt. Auf Deutsch, also Background Map, also zu einem Hintergrundmodell, das dann abgezogen wird. Sie sprechen aber was an, was mich tatsächlich sehr reizen würde und in den großen, viel zu großen Bereich, wenn ich dann mal Zeit habe oder jemanden dafür anstellen kann, fällt. Alles, was ich zur Qualitätskontrolle gezeigt habe, das ist was mich ungemein reizen würde, das mal in landläufig künstliche Intelligenz zu füttern. Ist ja eigentlich keine Intelligenz, ist genau das Lernen aus dem, was häufig auftritt. Und da bestimmte Charakteristiken beizubringen, dass ich vielleicht eines Tages nur noch ansehen muss, hat das maschinelle Lernen hier meine Beugungsringe gut erkannt oder nicht und nicht mehr alle dann selbst markiere. Und tatsächlich gibt es auch Ansätze, die Quelldetektion als solche in maschinelles Lernen zu überführen. Steckt im Moment sehr in den Anfängen. Ich hoffe, ich trete da jetzt niemandem auf die Füße, aber was ich bisher gesehen habe, hat mich da noch gar nicht überzeugt. Man fängt aber immer klein an. Also da bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen, einfach auch mit der Rechenleistung. Bei verschiedenen Wellenlängen und den Vergleich zur Medizinphysik, da führst du mich jetzt auf ein Gebiet, das nicht wirklich mein Gebiet ist. Der eine Vergleich ist, wir haben deutlich, deutlich geringere Intensität, als ihr in der Medizintechnik verwendet. Deswegen haben wir da im Röntgenbereich weniger Berührungspunkte. Mich aber jetzt etwas allgemeiner gehalten, weil es nicht mein Spezialgebiet ist, noch drei Worte dazu sagen kann, so ungefähr. Das ist tatsächlich der niederenergetische Bereich. Denn da werden insbesondere in der Laser- und Faserphysik tatsächlich sehr ähnliche Techniken verwendet. Daher der Hinweis auf unsere Astrophotonik, also was unter anderem bei uns gebaut wird für den optischen Bereich, sind sogenannte Multi-Objekt-Spektrographen. Man kennt eigentlich, man richtet Teleskop oder Fernglas auf einen Himmelsbereich und dort werden dann ganze Himmelsbereich fein abgemustert und jede Faser nimmt das Spektrum eines Himmelsobjektes auf und da die Kalibrierung, die Technik und die Kalibrierung. Da gibt es tatsächlich so starke Parallelen zur Medizinphysik, dass an unserem Institut entwickelte Technik auch in der Zusammenarbeit, ich glaube, es ist die Charité Berlin, mit der Universitätsmedizin tatsächlich auch in die Medizintechnik eingegangen ist und auch wieder umgekehrt, dass dann in die Instrumentenentwicklung für die Teleskope wieder Erkenntnisse aus der Medizinphysik und Technik einfließen können.
auf eine sehr spezielle Frage eine etwas allgemeiner gehaltene Antwort zu geben. Und das, was ich jetzt immer so allgemein als Detektor bezeichnet habe, die CCDs, das ist tatsächlich nicht exakt dasselbe, aber sehr, sehr eng verwandt mit dem, was in den Handykameras und Digitalkameras drinsteckt. Und der Vorgang, wie ich hier aus Röntgenlicht farbige Falschfarbenbilder erzeuge, ist im Grunde auch nochmal der gleiche. Man sieht sich an, wie viel Energie wird deponiert. Mit einem Anfang das Lichtspektrum. Fürs Handy geht man auf die Folie, auf der nur das Optische zu sehen war. Und für die anderen Wellenlängenbereiche geht man im Grunde auf die nächste Folie mit dem elektromagnetischen Spektrum. Deswegen dann Falschfarben, weil es nicht exakt die Farben sind, wie unser Auge die verarbeiten würde. Aber man nimmt das Prinzip unserer Augen, zu sagen, diese Wellenlänge ist rot, diese Wellenlänge ist blau, um dann bunte Röntgenbilder zu erzeugen und zum Beispiel zu sagen, hier ist weniger heiß und hier ist heißer. Und das ist, wenn wir bei den Parallelen zwischen CCDs auf der Erde und im All sind, dann letztlich aber einer der großen Unterschiede. Die Handykamera oder die CCD-Kamera hinter dem Teleskop, in einer der Kuppeln bei uns auf dem Gelände, wenn die zu schlecht werden, dann tauscht man die eben aus. Das ist was, was wir für extra Minuten natürlich nicht machen können. Wir haben jetzt, ich habe es vorhin nicht ausdrücklich gesagt, wir haben es jetzt gerade so ein bisschen gestreift, warum wir hier überhaupt Satellitenteleskope bauen. Die Erdatmosphäre schirmt einen großen Teil der Röntgenstrahlung aus dem All ab, was für uns selbst natürlich gut ist, aber für die Forschung heißt, wir müssen raus mit unseren Beobachtungsgeräten, was aber eben auch wieder heißt, es wird keine Wartung stattfinden, sondern alles, was sich ändert, diese Einschläge kosmischer Teilchen und auch Mikrometeoriten, also winzige Teilchen, die auf die CCDs einschlagen, die richten Schäden an und die sind dann eben irreparabel. Wir können nicht sagen, nach 25 Jahren, jetzt tauschen wir mal die CCD aus. Wir müssen laufend auch durch Kalibrierungsmessungen, durch Himmelsobjekte, von denen wir wissen, deren Helligkeit ändert sich nicht im Lauf unserer Lebensdauer, immer wieder nachberechnen, inwieweit haben sich die CCDs im Lauf dieser 25 Jahre verschlechtert. Wir haben leider ein paar Beispiele an Bord, in denen das ziemlich eindeutig ist. Da sind die Mikrometeoriten so heftig in die Kameras rein, dass die kaputt sind. Also wir haben tatsächlich von den Kameras, denen ich Bilder gezeigt habe, zwei CCDs komplett verloren. Es sind aber noch 20 andere da. Also wir können ganz gut weiterarbeiten, aber die haben zunehmend Schadstellen und die werden auch etwas weniger effizient mit der Zeit. Und das ist tatsächlich bei Examinuten eine der großen Stärken. Die Effizienz der Messung lässt nach. Wir können nicht mehr ganz so genau hinsehen wie vor 20 Jahren, aber es ist über solche Zeiträume ganz bemerkenswert stabil. Und wir sehen gerade mit großem Bedauern, dass Schwestergerät Chandra der USA, der NASA, das auch 1999 gestartet ist. Das hat in einem Energiebereich eine so starke Verschlechterung erfahren, dass das jetzt auf der Kippe steht. Also das sind für uns sehr enttäuschende Nachrichten, denn wir arbeiten natürlich auch zwischen NASA und ESA zusammen. Voraussichtlich heißt das, dass jetzt die Finanzierung ganz radikal runtergefahren wird. Also das NASA-Partnergerät wird voraussichtlich im Laufe der nächsten 5 Jahre mehr oder weniger abgeschaltet. Und das ist sehr bedauerlich. Eigentlich hofft man immer, so eine Mission zu betreiben, bis die Nachfolge kommt. Für Europa heißt die Nachfolge Athena, New Athena und ist tatsächlich in der Planungsphase. Die ersten Bauteile, Testbauteile entstehen. Da ist der Start geplant gegen Ende der 2030er. Das ist also insbesondere für Leute außer mir im Raum interessant. Ihr werdet mehr damit arbeiten können als ich. Aber tatsächlich das Ziel der ESA ist, wenn es keine weiteren Einschläge gibt, wenn die CCDs so schön stabil bleiben, wie sie sind, und wenn man das mit dem Treibstoff hinkriegt, Examinuten ungefähr so lange zu betreiben, bis das nächste große Röntgenteleskop kommt, dass wir da keine Lücke in den Beobachtungen haben. Aber dazu gehört eben einerseits die Ingenieurkunst, so stabile CCDs zu bauen und andererseits einfach auch das Quäntchen Glück, das uns nicht allzu viel einschlägt. Wie benennt man? Also das sind letztlich zwei Antworten und das eine ist die Antwort aus der Astrophysik und das andere ist die Antwort aus dem Marketing. Zunächst mal können natürlich alle benennen, was sie wollen. Das sehen wir jetzt nicht so gerne. Wenn euch also irgendjemand Sterne zum Kauf anbietet und dass der Stern hinterher euren Namen trägt,
Manche Leute machen das, weil sie eine Freude dran haben, eine Urkunde zu bekommen. Es ist einfach Geldschneiderei. Es kommen durchaus auch Leute bei uns an die Pforte und bieten das an und wundern sich etwas, dass die Astrophysiker und Astrophysikerinnen nicht so darauf anspringen. Wir sind zusammengeschlossen zur sogenannten Internationalen Astronomischen Union mit, das sind nicht alle professionell in der Astronomie Tätigen drin, sondern für jedes Land eine relativ große Auswahl. Ich weiß gar nicht, wie viele wir aus Deutschland sind. Wir sind viele. Und die Internationale Astronomische Union, die legt die Namensgebung fest. Und weil es doch sehr, sehr viel gibt, also gerade diese Millionen, Milliarden Objekte in den Katalogen, die bekommen typischerweise keinen Vornamen und Nachnamen, sondern landläufig ihre Telefonnummer. Das sind die Himmelskoordinaten. Also man meldet bei einer dafür zuständigen Stelle an. Ich habe einen neuen Katalog. Ich möchte diese und jene Identifizierung. Unsere Kataloge heißen 4XMM in der aktuellen Generation. Der nächste wird 5XMM. Meine tragen für Stacking, für die überlappenden Beobachtungen noch ein S hinten. Das heißt, wir haben beantragt, alle Einträge in meinen Katalogen bekommen die Identifikation 4XMMS. Dann kommt ein J, das steht für die Koordinaten. Und dann gerundet die Himmelsposition, die Koordinaten des Objekts. Das sind diese langen Buchstaben, Zahlenketten, die da in dem Katalog auftauchen, mit dem dann jeder Eintrag eindeutig und international standardisiert gefunden werden kann. Ja, wenn man dafür bezahlt, kriegt man einen Stern auf seinen Namen. Es ist nicht unbedingt exklusiv. Es gibt aber noch eine Methode, und das ist, sich ein kleines Teleskop anschaffen und auf die Jagd nach Himmelskörpern in unserem Sonnensystem gehen. Kleinplaneten, Asteroiden und so weiter. Auch dafür gibt es eine internationale Gruppe, die das anerkennt. Wenn man da was gefunden hat, dann darf man zusätzlich zu all diesem Buchstaben-Zahlensalat, der dort ein bisschen anders funktioniert, dann darf man dem tatsächlich einen Namen nach Wunsch geben. Und das kann aus der Mythologie sein oder die Lieblingsband oder der eigene Name oder der Mentor, die Mentorin. Alles drin. Hauptsache, dieses Gremium, das dafür zuständig ist, akzeptiert das und dann heißt dieser Himmelskörper im Sonnensystem wirklich so. Konkretes Beispiel: Mein Chef hat eine Zusammenarbeit mit einem sehr rührigen Amateurastronomen, der sich also richtig in sein Haus das Teleskop mit Kuppel eingebaut hat, der sich ausgesprochen gut auskennt, tolle Aufnahmen macht, sehr beeindruckend, was er zusätzlich zum eigentlichen Beruf als Amateurastronom noch macht. Und der hat sich für die Zusammenarbeit mit meinem Chef dafür bedankt, dass er tatsächlich einen solchen Himmelskörper nach ihm benannt hat. Dann wünsche ich viel Spaß im weiteren Programm. Let me play among the stars.